In der Stadt Bethanien wurde viel gefeiert. Aber noch nicht alle hatten die wundervollen, wundersamen Neuigkeiten gehört. Entschuldigung, Verzeihung, was ist hier los? Hast du es nicht gehört? Ein guter Freund von uns ist gestorben. Tatsächlich? Warum sind dann alle so fröhlich? Weil er wieder auferstanden ist. Ah, das ist unmöglich. Das wäre ein Wunder. Ich glaube eher, dass mein Esel sprechen kann. Wer ist dieser Mann? Kein gewöhnlicher Mann, das ist sicher. Sein Name ist Jesus und er ist der Sohn Gottes. Wir verübeln dir nicht, dass du uns nicht glaubst. Wir würden genauso denken wie du, hätten wir Jesus und die Wunder, die er gewirkt hat, nicht selbst gesehen. Oh, entschuldige, ich bin Petrus. Und ich bin Andreas. Komm, setz dich zu uns. Andreas hat mir Jesus vorgestellt. Ich mochte ihn vom ersten Augenblick an. Petrus erzählte dem Reisenden, dass ein paar Tage nachdem er Jesus getroffen hatte, sie alle zu einer Hochzeit eingeladen worden waren. Auch Jesus' Mutter Maria war da gewesen. In der Mitte des Festes bemerkte der Bräutigam, dass der Wein beinahe aufgebraucht war. Ohne Wein hätten sie nichts mehr zu trinken gehabt. Und die Feier hätte ein frühes Ende gefunden. Sie haben keinen Wein. Kannst du ihnen irgendwie helfen? Aber dies ist nicht die Zeit, dass die Leute erfahren, wer ich bin. Nun gut. Tu, was immer er dir sagt. Gehe und fülle 6 leere Karaffen mit Wasser. Dann schenke allen Hochzeitsgästen dieses Wasser aus. Das ist unglaublich! Dies ist der beste Wein, den ich je getrunken habe. Hä? Der Bräutigam wusste nicht, woher der Wein stammte. Aber Andreas und Petrus wussten es. Das war Jesus' erstes Wunder. Das könnte ein Trick gewesen sein, meint ihr nicht? Nein, das war eindeutig kein Trick. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Und das war nur das erste seiner Wunder. Wie damals, als wir fischen waren. Petrus erzählte davon, wie Jesus eine große Gruppe Menschen vom Königreich Gottes lehrte. Hallo zusammen! Bitte, drängelt nicht! Kann ich zu euch kommen? Aber sicher! Lasst uns hinaus aufs Wasser fahren. Jesus stand am Ufer und sprach eine Weile zu der Menge. Dann sagte er: Petrus, segle hinaus in tieferes Wasser zum Fischen. Aber Jesus, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Das mag sein. Aber nun werft eure Netze aus und lasst uns sehen, was ihr fangt. Ganz wie du meinst, Jesus. Unsere Netze werden zerreißen! Wir werden noch ein Boot brauchen! Das ist fantastisch! Wir haben so viele Fische! Wir werden sinken! Petrus, Andreas, hört nun auf zu fischen! Was? Kommt mit mir! Ich werde euch lehren, wie man Menschen fischt. So legten Petrus und Andreas ihre Arbeit nieder. Sie fischten nicht mehr, um bei Jesus sein und von ihm lernen zu können.
Danach trafen sie Jakobus und Johannes, die auch mit Jesus kamen. Sie wurden Jesus' engste Freunde und folgten ihm, wo immer er hinging, um die Menschen zu unterrichten. Wir waren die ersten seiner Anhänger, seine Jünger. Das sind Jakobus und Johannes. Also war das Boot voller Fische ein weiteres Wunder. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht hatte Jesus ein Talent zum Fischen. Wisst ihr, ich bin selbst ein ganz guter Fischer. Oh, das war erst der Anfang. Es gab noch so viele weitere Wunder. Oh, das sind Philippus und Thomas. Es war zu der Zeit, als Jesus im Hause eines Freundes unterrichtete. Jakobus erzählte von dem Haus, das vor Menschen strotzte, die gekommen waren, um Jesus zu hören. Wir kommen nicht nah genug heran, um unserem kranken Freund zu helfen. Vielleicht gibt es noch einen Weg, hineinzukommen. Denkt daran, dass man mit dem Glauben alles bewirken kann. Was tun Sie da? Weg! Weg mit euch! Habt ihr verstanden? Nein, wartet! Seht ihr nicht, wie sehr sie sich bemüht haben, ihren kranken Freund ins Haus zu schaffen? Was passiert denn jetzt? Alle schlimmen Dinge, die du in deinem Leben begangen hast, zählen nicht mehr. Ich vergebe dir deine Sünden. Was? Jesus kann diesem Mann nicht vergeben! Jeder weiß, dass nur Gott den Bösen vergeben kann. Für wen hält er sich eigentlich? Das darf doch nicht wahr sein! Wenn ich sage, ich vergebe dir deine Sünden, gibt es keinen Weg zu beweisen, dass ich wirklich etwas getan habe. Wahr! Wahr! Aber ihr werdet meine Macht sehen, wenn ich den Körper dieses Mannes ebenfalls heile. Nun steh auf und geh nach Hause. Gepriesen sei Gott, dies ist wahrhaftig sein Sohn. Ja, ein Wunder! Oh, gepriesen sei Gott! Wenn Jesus einen Kranken heilen kann, dann ist es auch wahr, dass er Sünden vergeben kann. Seht, Jesus hat mich geheilt! Und der Mann und seine vier Freunde lachten vor Freude und sangen die ganze Zeit während ihres Heimweges. Das klingt wie ein Wunder. Aber vielleicht war der Mann nicht wirklich krank und hat Jesus nur hereingelegt. Was ist das? Jemand, der nicht an Jesus Wunder glaubt? Er denkt, es waren nur Tricks. Vor einer Minute sagtest du, du wärst ein recht guter Fischer. Einmal fing ich einen Fisch, der war so groß. Aber hast du schon mal einen Sturm beenden können? Das kann niemand. Es war zu der Zeit, als wir alle über einen See fuhren. Ich bin müde und will eine kleine Weile ruhen.
Peter, beruhige dich. Petrus, warum hast du nicht mehr Vertrauen? Du hast keinen Grund, dich zu fürchten, wenn ich bei dir bin. Es ist ein Wunder. Sogar Wind und Wasser gehorchen ihm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich traue meinen Ohren kaum. Könnte ich solche Wunder nur mit eigenen Augen sehen? I've seen them with my eyes. I've seen my friend named Jesus turn water into wine. Seeing is believing, believing what I see. When you look within your heart, you'll see what I mean. I can almost see the miracles right before my eyes. He fills the nets of fishermen, turns water into wine. He feeds the hungry, cures the lame, gives sight to the blind. When I look within my heart, miracles come alive. I believe in miracles. I believe in Jesus. I believe in miracles. The power of God is with us. Heaven and earth are not so far apart when you believe in us. I can almost toss my doubts far away. If only I had seen with my own eyes. Sometimes, my brother, you've got to have faith. There is a man in Israel, he's doing wondrous things. They say he is the Son of God, Jesus is his name. I believe in miracles. I believe in Jesus. I believe in miracles. The power of God is with us. Heaven and earth are not so far apart when you believe in a miracle. Hold it in your heart. I believe in miracles. I believe in Jesus. I believe in miracles. The power of God is with us. Dann erzählten die Jünger von dem Tag, an dem Jesus von zwei Blinden aufgehalten wurde. Jesus? Bitte, bitte heile uns. Glaubt ihr wirklich, ich kann euch wieder sehend machen? Oh ja, wir haben alles von dir gehört. Du bist der wahre Sohn Gottes. Wir wissen, dass du uns wieder sehend machen kannst. Dann kann, woran ihr glaubt, geschehen. Es wird geschehen. Haltet fest an eurem Glauben. Zuerst sahen wir nur Dunkelheit, aber jetzt können wir das Licht der Welt sehen. Oh.
Welch ein Wunder das gewesen sein muss. Bitte, hört noch nicht auf. Die Jünger berichteten davon, dass je mehr die Menschen über Jesus erfuhren, sie umso mehr nach seinen Lehren hungerten. Wie an dem Tag in Galiläa, als er zu einer Menge von 5000 Menschen sprach. Es war ein wunderschöner Tag. Beinahe wie ein großes Überraschungspicknick. Können jetzt nicht alle gehen, um sich etwas zu essen zu holen? Aber Petrus, ich will Ihnen noch so viele Dinge sagen. Philippus, wo können wir genügend Essen für all diese Menschen kaufen? Es würde den Lohn von 8 Monaten harter Arbeit kosten, das Essen einer solchen Menge zu bezahlen. Jesus, ich habe einen Jungen gefunden, der 5 Laibe Brot und 2 Fische hat. Der Junge gab Jesus freudig sein Essen. Nachdem er das Essen gesegnet hatte, gab Jesus es den Jüngern, um es zu verteilen. Es war nur ein klein wenig Nahrung, aber es füllte all ihre Körbe und füllte sie von Neuem. Und nachdem alle gegessen hatten, sammelten sie die Reste ein und stellten fest, dass noch immer genug da war, um alle Körbe zu füllen. Jesus hatte ein weiteres Wunder gewirkt. Aber der Tag war noch nicht vergangen. Gleich nach dem wunderbaren Picknick schickte Jesus seine Jünger wieder über den See. Seht nur, da! Was ist das? Was ist das? Ein Geist. Ein Wunder. Habt keine Angst. Ich komme euch zu helfen. Jesus, kann ich zu dir hinaus aufs Wasser kommen? Komm nur, Petrus. Du meinst, das kann nicht wahr sein. Ich kann nicht auf dem Wasser gehen. Hilf mir! Hilf mir! Jesus, hilf mir! Oh. Warum hast du an mir gezweifelt, Petrus? Oh, was für ein Wunder! Wahrlich, du bist der Sohn Gottes. Warum bist du untergegangen? Weil ich in diesem Moment mein Vertrauen verloren habe. Ich habe nicht völlig an Jesus und an seine Taten geglaubt. Aber er hat es mich gelehrt. Willkommen, Thaddäus. Oh, was für wunderbare Dinge geschehen können. Jesus muss wahrhaft der Sohn Gottes sein. Aber wir haben dir noch nicht von einem seiner größten Wunder erzählt. Jakobus erzählte von der Zeit, als Jesus wirklich schlimme Nachrichten von seinem Freund Lazarus gehört hatte. Lazarus ist gestorben. Oh, wie traurig. Das tut uns leid, Jesus. Aber nein, meine Freunde. Er ist tot, aber ich werde ihn ins Leben zurückholen. Wenn ich dies tue, wird es euch helfen, an mich zu glauben. Sie fanden Lazarus' Schwestern wartend vor der Grabhöhle. Jesus? Ich bin sicher, Lazarus wäre nicht gestorben, wärest du da gewesen. Martha, jeder, der an mich glaubt, wird wieder leben. Selbst wenn er gestorben ist. Glaubst du daran? Ja, denn ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dann entferne den Stein. Gott, möge nun jeder sehen, dass du mich geschickt hast, um das Leben zu bringen. Lazarus, komm heraus. Oh.
Jesus muss Gottes Sohn sein. Dann erzählte Petrus dem Reisenden von Jesus wichtigstem und erstaunlichstem Wunder. Es geschah 3 Tage nach seinem eigenen Tod. Es geschah an einem Sonntag, als Johannes und Petrus zum Grabe Jesu gingen. Aber er war fort. Jesus war auferstanden. Dann besuchte er seine Jünger. Zuerst sahen sie ihn unten beim Wasser. Was sollen wir nun tun? Wir sollten wieder Fischer werden. Was sollen wir sonst tun? Das Meer ist völlig leer. Ja, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Hallo. Habt ihr etwas gefangen? Nicht einen einzigen. Versucht es erneut. Aber was ist das? Werft euer Netz zur rechten Seite aus dem Boot. Hey, seht! Es ist Jesus! Schnell, rudern wir ans Ufer! Macht nur weiter, ich kann nicht warten! Guten Morgen, Petrus. Rufe die anderen. Wir essen Fisch zum Frühstück. Insgesamt war Jesus nun 40 Tage bei uns. Und sprach zu uns von Gottes Königreich. Oh, wie wundervoll. Ich wünschte nur, dass ich die Möglichkeit hätte. Petrus, da bist du ja. Hallo. Willkommen. Ich gebe euch meinen Segen. Und nun ist es Zeit für mich, in den Himmel zurückzukehren, damit ich bei meinem Vater sein kann. Nun geht hinaus in die Welt und berichtet allen, die ihr trefft, von mir. Vergesst nicht, ich werde durch den Heiligen Geist immer bei euch sein. Wir müssen jetzt gehen, mein Freund. Ich und die anderen gehen nach Jerusalem, um unsere Arbeit aufzunehmen. Nämlich anderen, genau wie dir, von Jesus zu berichten. Erinnere dich an alles, was wir dir heute erzählt haben. Und glaube an die Wunder Jesu. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Es war einmal ein Mann namens Jakob, der lebte im Lande Kanaan gemeinsam mit seinen 12 Söhnen. Der älteste war Ruben, dann kam Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Gad, Ascher, Dan und Naphtali. Und schließlich Benjamin und Josef. Sie waren die Kinder von Jakobs zweiter Frau, Rachel. Da sie die Jüngsten waren, blieben die beiden zu Hause, während ihre Brüder auf der Weide arbeiteten. Jakob liebte alle seine Söhne, aber Josef war sein Liebling. Vater, wann kann ich mit meinen Brüdern die Schafe hüten? Ich träumte, es wäre nun bald soweit. Josef, du und deine Träume. Du kannst morgen mitgehen. Und um das große Ereignis zu feiern, habe ich eine Überraschung für dich. Nun, da er alt genug ist, wird Josef seine Brüder auf die Felder begleiten. Hey! Oh ja! Und das hier wird dich warm halten. Oh, Vater! Er ist so schön! Schaut euch den Stoff an! Und die Farben! Vater hätte dir einen solchen Mantel geben sollen, Ruben. Du bist der Älteste. Davon kann ich träumen. Josefs Brüder waren eifersüchtig auf sein Geschenk. Es erinnerte sie daran, dass ihr Vater Josef am meisten liebte. Aber der schöne Mantel war nicht das Einzige, was sie böse auf ihn werden ließ.
Judah, Ascher, Simeon. Vorletzte Nacht hatte ich einen wunderbaren Traum. Wir waren alle auf dem Feld und haben Weizengarben gebunden. Und mein Bündel stand aufrecht, während eure sich um meines sammelten und sich verneigten. Sich verneigten? Vor dir? Hä? Vater mag dich verehren, aber wir nicht. Hey, es war nur ein Traum, Simeon. Ich gehe ins Bett. Wisst ihr, letzte Nacht träumte ich, ich wäre ein Stern am Himmel. Gemeinsam mit 11 anderen Sternen. Die Sonne und der Mond waren auch da. Und sie alle verneigten sich vor mir. Elf Sterne? Du meinst 11 Brüder. Und wir sollen uns vor dir verneigen? Für wen hältst du dich? Einen König? Wenn wir die Sterne waren, wer waren Sonne und Mond? Seine Mutter und ich. Josef, du sollst nicht denken, dass deine Familie dich verehren soll. Vater, es war doch nur ein Traum. Geh schlafen. Du und deine Brüder müssen morgen sehr früh los. Wenn du verschläfst, werden sie nicht auf dich warten. Da hat Vater allerdings recht. Ach, und ich will bitte nichts mehr über Träume hören. Am nächsten Tag war Josef spät dran. Hallo? Oh, der Träumer hat uns gefunden. Macht euch bereit zur Verbeugung, Brüder. Seht nur, er stolziert wie ein Pfau herum mit seinem neuen Mantel. Manchmal wünschte ich, wir könnten ihn loswerden. Nein, tust du nicht. Tu ich doch, wenn er nur noch einen Traum erwähnt. Simeon, er ist unser Bruder. Wir könnten ihm nichts tun. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Was hattet ihr vor? Mich abhängen? Josef begann seinen Brüdern zu erzählen, wie schlau er gewesen war, sie zu finden. Aber sie hörten nicht zu. Sie hatten andere Pläne. Hey, Vorsicht mit dem Mantel! Ruben, Judah, nein! Er bleibt da unten, bis wir wissen, was wir als nächstes tun. Ruben plante, Josef zu befreien, wenn niemand es sehen würde, und ihn schleunigst nach Hause zu schicken. Oh nein! Ruben und Naphtali trieben die Herde wieder zusammen, während die anderen zu Mittag aßen. Während sie aßen, tauchte eine Karawane auf.
Wäre es nicht lustig, wenn wir Josef an diese Kaufleute verkaufen würden? Warum nicht? Wir wären diese Plage endlich los und hätten auch noch Geld vom Verkauf. Alle stimmten dem schrecklichen Plan zu und Josef wurde für 20 Silberstücke verkauft. Brüder, warum tut ihr das nur? Gott, was auch immer passieren mag, ich vertraue immer noch auf dich. Ihr habt was mit Josef gemacht? Beruhig dich, Ruben. Ich beruhige mich dann, wenn ihr wisst, was wir Vater sagen sollen. Das wissen wir bereits. Wir haben Josefs Mantel zerrissen. Wir müssen nur noch eine Geschichte darum winden. Wir haben überall nach ihm gesucht, aber nur noch seinen Mantel gefunden. Oh, Josef. Was ist nur mit dir geschehen? Mein Sohn. Die Brüder logen und Jakob glaubte ihnen. Josef wurde nach Ägypten gebracht und eines Verbrechens beschuldigt. Er hatte nichts falsch gemacht, aber er wurde trotzdem in des Pharaos Verlies gesperrt. Doch sogar im Verlies vertraute Josef auf Gott. Gott? Ich habe nichts Schlimmes getan, aber aus irgendeinem Grund bin ich trotzdem hier. In meinem Herzen weiß ich, dass all dies Teil deines Plans ist. Josef hatte recht und Teil von Gottes Plan war es, ihn mit einem besonderen Geschenk zu segnen, der Fähigkeit, die Träume anderer zu verstehen. Oh, was für eine scheußliche Nacht. Wüsste ich nur, was mein Traum bedeutet. Ha! Mein Traum war 4-mal so verwirrend wie deiner. Ich kann euch sagen, was sie bedeuten. Du verstehst meine Träume? Ha! Nicht ich. Nur Gott kann sie erklären. Ich glaube dir. Erzähl mir von meinem Traum. Ich war des Pharaos Becherträger, bis ich in Ungnade fiel. In meinem Traum sah ich einen Weinstock. An dem Stock waren 3 Weinreben. Ich presste sie in des Pharaos Becher und gab dem Pharao den Becher in die Hand. Die 3 Reben bedeuten, dass der Pharao dich in 3 Tagen freilassen wird. Und du wirst wieder sein Becherträger sein. Ich danke dir, Josef. Nein, danke Gott, mein Freund. Wenn du frei bist, erzähl bitte dem Pharao von mir. Sag ihm, dass ich nicht an diesem schlimmen Ort sein sollte. Ich versprech's. Genug von dir, ich bin dran. In meinem Traum hatte ich einen Korb auf dem Kopf. In dem Korb waren Backwaren für den Pharao. Plötzlich kamen 3 Vögel und fraßen den Korb völlig leer. Was hat das zu bedeuten? In 3 Tagen wirst auch du dieses Gefängnis verlassen. Ich wusste es. Ich bin zu wichtig, um länger hier zu bleiben. Warte, es geht noch weiter. Alles, was du besitzt, wird dir genommen werden. Du wirst der strengsten Bestrafung des Pharaos zugeführt. Es tut mir leid. Alles, was Josef gesagt hatte, bewahrheitete sich. Aber der Becherträger vergaß, dem Pharao von ihm zu erzählen. Und er blieb 2 lange Jahre im Gefängnis. Bis eines Tages. Oh, was für ein seltsamer Traum! Der Pharao rief die weisesten Männer seines Königreiches zu sich. Vielleicht würden sie seinen Traum verstehen. Aber keiner von ihnen hatte eine Antwort. Dann erinnerte sich der Becherträger seines Versprechens an Josef. O Pharao, es gibt einen weisen Mann in eurem Verlies, der vielleicht euren Traum erklären kann.
Josef, ich träumte, ich stünde am Ufer des Nils, als 7 fette Kühe aus dem Wasser kamen. Und dann kamen 7 magere Kühe aus dem Fluss. Und plötzlich fraßen die mageren Kühe die Fetten auf. Was soll das bedeuten? Mein Gott sagt dir, was er geplant hat. Die 7 fetten Kühe bedeuten, dass es 7 fruchtbare Jahre mit reichlich Nahrung für alle geben wird. Aber die 7 mageren Kühe bedeuten, dass danach 7 Jahre lang keine Früchte wachsen werden und dein Volk keine Nahrung haben wird. Das ist ja schrecklich, fürchterlich. Nein, Pharao. Gott schickt euch diese Nachricht, damit ihr euch vorbereiten könnt. Baut Lager, um Nahrungsmittel aufzubewahren, die in den 7 Jahren des Überflusses wachsen. Dein Volk wird reichlich zu essen haben. Es ist wahr. Du bist von Gottes Geist erfüllt. Das ist der weiseste Mann meines Königreichs. Wir werden Lager bauen und Nahrung aufbewahren. Und es gibt nur einen Mann, dem ich ein so wichtiges Unterfangen anvertrauen kann. Diesen Mann, Josef. Josef ging gleich an die Arbeit. Und bald quollen die Lager über vor Getreide und standen voller Vieh. Aber Josefs größte Errungenschaft war, dass das Volk ihn liebte. Gott hatte Josef geholfen, diese wunderbaren Dinge zu tun, und Josef vergaß nie, ihm zu danken. 7 Jahre später kam die schreckliche Dürre, vor der Josef gewarnt hatte. Kein Vieh konnte gedeihen, nicht einmal in Josefs altem Zuhause in Kanaan. Wir haben keine Nahrung, Vater. Ein weiser Führer in Ägypten hat Nahrung für 7 Jahre eingelagert. Er verkauft es an jeden, der es braucht. Dann gehen wir ihn treffen und sein Getreide kaufen. Benjamin nicht. Ich will, dass er sicher bei mir bleibt. Josef erkannte seine Brüder wieder. Seid gesegnet, großer Herr. Aber sie erkannten ihn nicht. So gab er vor, ein Fremder zu sein. Woher kommt ihr? Aus Kanaan, großer Herr, auf der Suche nach Nahrung für unsere Familie. Ihr seid Spione! Nein, wir sind Brüder einer 12-köpfigen Familie. Bitte glaubt uns. Lügner, ihr seid zusammen nur 10. Ein Bruder wurde getötet und Benjamin, der Jüngste, ist zu Hause geblieben. Ich werde euch Getreide verkaufen. Aber um eure Ehrlichkeit und Unschuld zu beweisen, bringt das nächste Mal diesen jüngeren Bruder mit. Ich werde einen von euch hier behalten, bis ihr zurück seid. Oh nein! Das kann doch nicht sein! Bitte nicht! Versprecht ihr es? Wir versprechen es. Gott bestraft uns dafür, dass wir Josef in die Sklaverei verkauft haben. Er flehte uns an und wir haben ihn verraten. Ich habe keine Zeit mehr für euch. Nehmt euer Getreide und geht. Denkt an euer Versprechen. Vater, wir hatten keine Wahl. Oh, Simeon, mein Sohn, ein Gefangener in Ägypten.
Aber Sie, Vater, wir haben das Getreide. Hey, mein Geld ist hier in dem Sack. Nun wird uns der Pharao auch noch als Diebe beschuldigen. Jakob wollte keinen weiteren Sohn an Ägypten verlieren. Also versuchte die Familie, ihre Nahrung einzuteilen. Aber bald war alles verbraucht. Wir gehen nach Ägypten. Und Benjamin muss mitkommen. Nein. Er wird im Verlies enden wie Simeon. Wir haben es versprochen, Vater. Wenn Benjamin nicht mitkommt, bleibt Simeon im Gefängnis. Und der ägyptische Führer verkauft uns kein Getreide. Benjamin wird unversehrt zurückkehren. Ich verspreche es. Wenn er nicht zurückkommt, Judah, werde ich vor Trauer sterben. Geht es eurem Vater gut? Ja, Sir. Gut. Gott hat dich gesegnet. Und ihr habt Wort gehalten. Also tue ich das Gleiche. Hey! Ja! Hey! Ja! Endlich sind wir wieder vereint! Ja! Dann gingen die Brüder wieder. Aber Josef hatte seinem Diener gesagt, er solle heimlich seinen Silberbecher in einem der Säcke platzieren. Halt! Warum vergeltet ihr Gutes mit Bösem? Einer von euch hat meinen Silberbecher gestohlen. Was ist denn jetzt los? Ich verstehe es nicht. Dieb! Für dieses Verbrechen wirst du als mein Sklave hier in Ägypten bleiben. Nein, als Sklave? Was geht hier vor? Bitte, wenn Benjamin nicht mit uns zurückkehrt, wird unser Vater vor Kummer sterben. Er bleibt. Oh nein! Nein! Nehmt mich an seiner Stelle! Nein, nehmt mich! Bitte, großer Herr! Als ihr mich so hintergangen habt, dachtet ihr, es sei etwas Böses. Aber letzten Endes hat Gott es in etwas Gutes verwandelt. Ich kam nach Ägypten und half eine Nation vor dem Hungertod zu retten. Ich bin es, Benjamin. Josef! It's true, I'm Joseph. Oh, can't you tell it's me? Look closer and you'll see the eyes of your lost brother. I am so glad to have my family. Here. It's so good to know you're near again. It's really me. Even I can hardly believe you are standing here after all these years. It was God's plan for me to be just who I am. God's plan.
Holt eure Familien und unseren Vater und kommt zu mir nach Ägypten. Josef, Gott sei gepriesen, du bist gesund und munter. Josef und seine Familie trennten sich niemals wieder. Und Gott, der ihnen geholfen hatte, die Hungersnot zu überstehen, ließ eine große Nation aus seiner Familie hervorgehen. So lernte Josef, selbst wenn schlimme Dinge geschehen, Gott kann sie in etwas Gutes verwandeln. Vor vielen Jahren lebte in einem Land namens Ägypten ein sehr böser König. Ägyptische Könige nannte man Pharaonen. Schneller, besser, mehr! Der Pharao ließ das gesamte Volk von Israel, das in Ägypten lebte, als Sklaven arbeiten. Sie mussten die Gebäude erbauen und viele schwere Arbeiten verrichten. Sie hatten keine Zeit zu ruhen und nur sehr wenig zu essen. Sie waren nicht frei und sie waren sehr unglücklich. Aber die schlimmste Sache war, als der Pharao eines Tages beschloss, alle erstgeborenen Söhne der Israeliten zu töten. Oh nein, mein Baby bekommen sie nicht. Ich finde einen Weg, ihn zu retten. Jochebed, die Mutter von Moses, beschloss, ihren Sohn den Fluss hinabschwimmen zu lassen. Sch, hab keine Angst. Der Pharao wird dir nichts tun. Deine Schwester Miriam wird bald hier sein und sich um dich kümmern. Was ist das? Ein Baby. Oh, dieses arme Baby braucht ein Zuhause. Ich werde es zum Palast bringen und dort für es sorgen. Verzeiht mir, Prinzessin. Falls ihr eine Amme für das Baby braucht, ich kenne eine, die in der Nähe lebt. Ihr Name ist Jochebed. Vielen Dank. Bring sie zum Palast. Sie nannten das Baby Moses. Und er wurde im Palast des Pharaos als Ägypter aufgezogen. Aber Jochebed war in seiner Nähe, um ihn zu lehren, was richtig und was falsch war. Moses, es ist Zeit für deinen Unterricht. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Sicher habe ich das. Als ich heute Morgen draußen war, habe ich einen Sklavenaufseher gesehen, der einen Israeliten schlug. Das war falsch, Moses. Alle Menschen sollten mit Respekt behandelt werden. Und Jochebed lehrte ihn, dass die Israeliten in Ägypten unglücklich waren, weil sie nicht frei sein konnten. Viele Jahre später, als Moses zu einem starken, jungen Mann herangewachsen war, kam er hinzu, als einige Ägypter die Israeliten schlecht behandelten. Du bist faul! Steh auf und geh sofort zurück an die Arbeit, oder ich! Lass ihn in Ruhe! Du sollst niemanden so behandeln! Er verdient es! Er gibt vor, müde und hungrig zu sein, weil er zu faul zum Arbeiten ist! Ich werde ihn lehren, so etwas! Lass ihn in Ruhe! Es war sehr ungewöhnlich, einem Israeliten auf diese Weise zu helfen. Alle erzählten einander, was geschehen war. Moses war sicher, das Richtige getan zu haben.
aber er wusste, dass der Pharao sehr wütend sein würde. Und so verließ Moses heimlich Ägypten, in dem Wissen, dass er eigentlich ein Israelit war. Er wollte in einem anderen Land sein, wo er nicht mit ansehen musste, wie schlimm sein Volk behandelt wurde. Nach einer 40-tägigen Wanderung gelangte Moses in das Land Midian. In Midian heiratete Moses und gründete eine Familie. Er lebte so lange in Midian, dass er Ägypten beinahe vergessen hatte, genau wie die armen Israeliten. Bis zu einem Tag, an dem Moses eine Schafherde hütete, oben in den Bergen. Dort geschah es, dass er ein erstaunliches Zeichen sah. Komm her, kleiner Kerl. Ich krieg dich. Jetzt hab ich dich. Moses, komm näher. Wer ist da? Gott. Die Israeliten in Ägypten sind unglücklich, weil sie nicht frei sind. Geh zum Pharao und sag ihm, er soll mein Volk ziehen lassen. Warum hast du mich auserwählt? Hab keine Angst. Ich werde bei dir sein. Aber werden sie mir glauben? Ich werde dir Zeichen geben, um dem Volk zu zeigen, dass ich dir beistehe. Wirf deinen Stab zu Boden. Nun nimm ihn am anderen Ende wieder auf. Vertrau mir, das Volk wird dir glauben. Jetzt geh. Und so ging Moses zurück nach Ägypten, um zu tun, was Gott gesagt hatte. Bist du Moses? Ich habe von dir gehört. Warum bist du wiedergekommen nach all diesen Jahren? Ich bin hier, weil Gott mich geschickt hat. Er will, dass ihr das Volk von Israel freilasst. Oh, will er das, ja? Zu schade für ihn. Wer ist dieser Gott überhaupt? Ich habe nie von ihm gehört. Ihr etwa? Nein, Sir, eure wunderbarste königliche Hoheit. Na also, dein Gott kann gar nicht existieren. Richtig? Ja, Sir, euer wunderbarste königliche Hoheit. Genau. Du da, komm her. Wir sind zu freundlich zu den Israeliten. Nach all dem haben sie noch immer einen starken Gott auf ihrer Seite. Sag meinen Sklaventreibern, sie sollen ihnen kein Stroh mehr für ihre Hütten geben. Von nun an sollen sie ihr Stroh selbst suchen. Ja, eure wunderbarste Königliche. Ich sagte, geh. Ha! Versuch nicht, mir zu sagen, was ich tun soll. Ich bin der Pharao. Es ist Zeit für euer Bad, eure königliche Hoheit. Ich werde nicht so leicht aufgeben. Und so kam Moses wieder. Gott will, dass ihr die Israeliten ziehen lasst. Hatten wir das Thema nicht bereits? Es braucht ein Wunder, bevor ich mir nur ein weiteres Wort von dir anhöre. Seht die Macht Gottes, des einzigen wahren Gottes. Oh! Ruhe! Nichts als alberne Tricks. Abgesehen davon, sieh mal hier. Überleg's dir gut, bevor du wieder versuchst, mich reinzulegen.
Ich versuche nicht, euch hereinzulegen. Ich warne euch. Gott kann viele Wunder bewirken. Ha! Das beweist gar nichts. Geh mir aus den Augen. Ich komme wieder. Und am nächsten Morgen kehrte Moses zurück. Pharao, lasst die Israeliten ziehen. Wenn ihr euch weigert, wird Gott Ägypten mit Plagen überziehen. Die Plagen werden viele schlimme Dinge bewirken. Nein! Dann seht die Macht Gottes selbst. Das ist Blut! Nur ein neuer magischer Trick. Verschwinde. Du? Schon wieder? Was willst du jetzt? Lasst mein Volk ziehen. Wenn nicht, wird Gott Frösche über das Land herfallen lassen. Frösche werden eure Nahrung essen und in eurem Bett schlafen. Frösche? Ich liebe Frösche. Mensch, als ich ein kleiner Junge war. Ach, das ist jetzt nicht wichtig. Wen kümmern ein paar Frösche? Verschwinde von hier. Sucht Moses und bringt ihn zu mir. Sofort! Du, vertreib diese Frösche! Versprecht ihr, die Israeliten freizulassen? Ja, ja, lass einfach diese ekligen Dinger verschwinden. Gott ließ die Frösche verschwinden, aber der Pharao brach sein Versprechen. Er ließ das Volk von Israel nicht frei. So ließ Gott mehr Plagen über Ägypten kommen. Gott ließ Mengen und Mengen von Fliegen über Ägypten herfallen. Die Fliegen waren überall. Werdet ihr mein Volk nun ziehen lassen? Kein Winkel war von Fliegen verschont. Aber der Pharao wollte die Israeliten noch immer nicht freilassen. So wurden seine Tiere sehr krank. Und dann bekamen die Ägypter Beulen auf der Haut. Und furchtbarer Hagel fiel vom Himmel. Und dann kamen die Heuschrecken und fraßen all ihre Kleider. Als nächstes verdunkelte sich das Land für volle 3 Tage. Jedes Mal, wenn Ägypten von einer Plage heimgesucht wurde, versprach der Pharao, die Israeliten freizulassen. Aber jedes Mal änderte er seine Meinung und brach sein Versprechen. Werdet ihr mein Volk ziehen lassen? Nein, das werd ich nicht! Ich habe versucht, euch zu warnen, aber ihr hört nicht zu. Hört auf mich, sonst werdet ihr es bitter bereuen. Die letzte Plage wird die schlimmste sein. Alle erstgeborenen Söhne Ägyptens werden sterben. Was hat dein Gott getan? Er hat mir meinen Sohn genommen. Verlasse Ägypten augenblicklich und nimm dein Volk mit dir. Moses sagte den Israeliten, sie sollten sich bereit machen, Ägypten umgehend zu verlassen. Er wusste, der Pharao könnte seine Meinung bald wieder ändern. So packten sie und verließen Ägypten, so schnell sie konnten. Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich gehen. Es ist, wie Moses es versprochen hat. Ein Land, in dem wir frei sein werden? Ha, es scheint wie ein Traum. Aber es ist kein Traum.
Endlich sind wir auf dem Weg nach Hause. Sing a while for a while, then scatter to and fro. Trusting Moses knows his way, singing as we go. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. The day has dawned to journey on to a brand new place. A fire will light our way by night, a cloud will guide by day. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. Hand in hand through desert sand, answering God's call, following our leader's lead to freedom for us all. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. Und so endlich verließ das Volk von Israel Ägypten auf dem Weg in ihre Heimat, ein Land der Freiheit. Am Tag führte sie eine Rauchsäule und in der Nacht zeigte ihnen eine Flammensäule den Weg. Aber im Palast hatte der Pharao seine Meinung aufs Neue geändert. Ich war ein Narr, sie ziehen zu lassen. Wer baut unsere Pyramiden und pflanzt unsere Nahrung und fächelt mir Luft zu, wenn es heiß ist? Wir müssen die Israeliten zurückholen. Holt meinen Wagen! In der Zwischenzeit hatten die Israeliten das Rote Meer erreicht. Moses, sieh nur, hinter uns! Die Armee des Pharao! Sie werden bald hier sein. Oh nein! Moses, was hast du uns angetan? Es wäre besser gewesen, unglücklich in Ägypten zu leben, als hier in der Wüste zu sterben. Habt keine Angst. Gott wird uns schützen. Eile nicht, Moses. Ruht heute Nacht. Morgen früh erhebe deine Hand und halte deinen Stab über das Meer. Es wird sich teilen und ihr werdet des trockenen Fußes überqueren können. Wir bleiben bis zum Morgen hier. Dann fangen wir sie wieder ein. Und als der Morgen anbrach, stand Moses am Meer und hob seinen Stab über dem Wasser.
Und das Meer teilte sich, genau wie Gott es versprochen hatte. Kommt mit! Folgt mir! Hinterher! Ja! Los, Männer! Da kommen sie wieder! Was sollen wir nur tun? Wartet einfach. Dann ergoss das Meer sich über die ägyptische Armee und hielt sie auf. Hab Dank, Gott, dass du uns gerettet hast. Auf ihrem Weg nach Israel durchquerten die Israeliten die Wüste Sinai. Wenn sie hungrig wurden, schickte Gott ihnen Nahrung. Mama, schau! Was ist das? Es war süßes, schmackhaftes Brot, das Gott schickte, um die Menschen zu ernähren. Die Israeliten nannten es Manna. Das bedeutet, was ist das? Wenn die Israeliten durstig waren, schickte Gott ihnen Wasser. Als die Israeliten den Berg Sinai in der Mitte der Wüste erreichten, schlugen sie am Fuße des Berges ihr Lager auf. Es war an der Zeit, dass Gott dem Volk seine Gesetze gab. Was geschieht hier, Moses? Was will Gott von uns? Gott ruft mich. Ich bin sicher, er hat große Pläne für uns. Ich muss weitergehen. Und Moses erklomm den Gipfel des Berges. Ich bin bereit für dich. Ich habe Gesetze, die ich dem Volk von Israel übergeben will. Wenn sie diese befolgen, werde ich das Volk schützen. Meißle mir zwei Steine zurecht, dann schreibe ich sie auf. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Gott schrieb noch mehr Gesetze auf. Er sagte Moses, wie er ein Haus der Verehrung bauen sollte, in dem die Israeliten zu Gott beten konnten. Gott sagte Moses auch, dass alle Menschen am siebten Tage ruhen sollten, so wie er es getan hatte, als er die Welt erschuf. Hab Dank, Gott. Und so führte Moses das Volk von Israel zurück in ihr Heimatland, mit der Macht Gottes und seinen heiligen Gesetzen. Diese Gesetze nennt man die 10 Gebote. Während der ganzen langen Reise half Gott Moses, sein Volk nach Hause zu führen.